Von meinem Arbeitszimmer habe ich einen Blick auf das Neuburger Schloss, einen mächtigen Bau in der Altstadt aus der Renaissance- bzw. Barockzeit. Und dieses Schloss, das hat eine ganz große Besonderheit für uns evangelische Christen, nämlich den ältesten evangelischen Kirchenraum. Den ältesten evangelischen Kirchenraum nicht nur Bayerns, sondern sogar Deutschlands, ja man könnte sagen der ganzen Welt. Die Kapelle wurde errichtet unter dem damaligen Fürsten Otto Heinrich, der bereits 1542, also sehr früh, die Reformation in seinem Fürstentum eingeführt hatte. Täglich gehen viele Touristen ins Schloss und ich hoffe, dass sie sich dieses besondere Schmuckstück, nämlich die Neuburger Schlosskapelle, tatsächlich nicht entgehen lassen.